Laut ADAC verlieren Elektroautos im Winter je nach Modell 20-30% an Reichweite. Um in den frostigen Monaten immer komfortabel und stressfrei unterwegs zu sein, kann es nicht schaden, ab und an mal etwas Energie zu sparen. In diesem Video verrate ich dir 7 hilfreiche Tipps, wie du die Reichweite im Winter ein Stück weit verbessern kannst. Mein erster Tipp für dich: Verwende die Sitzheizung anstatt der Innenraumheizung. Einer der Hauptgründe, warum sich die Batterie deines Elektroautos im Winter schneller entlädt, ist die erforderliche Energie für die Heizung. Beim Verbrenner wird dafür auch Abwärme aus dem Motor genutzt, die beim Elektroauto nicht zur Verfügung steht. Fährst du 5 oder 10 Minuten ohne die Heizung anzuschalten, ist das mit einer Jacke sicherlich okay. Aber wenn du eine halbe Stunde oder länger unterwegs bist, wirst du sie wahrscheinlich ausziehen wollen. Die Heizung nicht anzumachen ist also keine Option. Aber anstatt die Innenraumheizung zu verwenden, könntest du auch nur deine Sitz- und Lenkradheizung einschalten. Auf diese Weise nutzt du den Strom viel effizienter, nämlich nur dort, wo du auch wirklich Wärme brauchst. Insbesondere wenn du alleine fährst, und sparst dir so Energie aus deinem Akku. Tipp Nummer 2: Heize den Innenraum vor der Fahrt vor. Dieser Tipp ist besonders für diejenigen interessant, die eine Wallbox zu Hause haben. Damit du deine Fahrt in einem angenehm warmen Auto beginnen kannst, mache es dir zur Gewohnheit, zum Auto zu gehen und die Heizung einzuschalten, bevor du losfährst. Achte jedoch darauf, dass dein E-Auto an deine Wallbox angeschlossen ist, sodass diese dein Auto während des Heizens laden kann. So ziehst du die Energie direkt aus dem Stromnetz und du tastest deinen Akku nicht an. Stoppst du an einer öffentlichen Ladesäule, kannst du natürlich auch dort den Innenraum des Fahrzeugs während des Ladens heizen. Viele Elektroautos bieten zudem die Möglichkeit, den Innenraum über eine mobile App vorzuheizen und das sogar zeitlich zu planen. Auf diese Weise musst du nicht einmal deine morgendliche Routine unterbrechen. Wurde dein E-Auto zum Beispiel in der Nacht planmäßig mit deinem GoE-Charger geladen und ist noch mit der smarten Wallbox verbunden, starte einfach einige Minuten vor dem Verlassen des Hauses den Ladevorgang über die GoE-App und aktiviere das Vorheizen über deine Auto-App. Beachte, dass die Wallbox in dem Falle nur im Basic-Modus laden sollte und manche Features des GoE-Chargers, wie zum Beispiel der Ladetimer oder der Eco-Modus für das Vorheizen ausgeschaltet sein sollten. Tipp Nummer 3: Nutze den Tempomat für mehr Effizienz. Um die Reichweite deines E-Autos im Winter zu erhöhen, empfehle ich dir, die Fahrgeschwindigkeit konstant zu halten. Vermeide also plötzliches Beschleunigen und aggressives Bremsen, da dies die Batterie schnell entladen kann. Am besten schaltest du dazu den Tempomat ein, sodass der Bordcomputer deines E-Autos die Leistungsabgabe effizienter steuern kann. Das macht insbesondere auf langen Autobahnfahrten Sinn. Darüber hinaus schonst du deine Batterie, wenn du deine normale Geschwindigkeit zum Beispiel von 120 auf 100 reduzierst. Je höher deine Geschwindigkeit, desto schneller wird nämlich die Batterie entladen. Tipp Nummer 4: Plane neue Strecken im Voraus. Der Winter ist eine gute Zeit, um neue Orte zu erkunden. Sei es, um in die Berge zu fahren oder in andere Städte zu reisen, um die magischen Weihnachtsmärkte zu besuchen. Damit du deine Reise genießen kannst und Umwege vermeidest, empfehle ich dir, die Strecke inklusive der Ladestopps im Voraus zu planen. Tipp Nummer 5: Lade auf ein höheres Niveau. Im Sommer achtest du vielleicht nicht so sehr darauf, die Batterie deines Elektrofahrzeugs vollständig aufzuladen. Wenn jedoch der Winter kommt und vor allem, wenn es dein erster Winter mit deinem E-Auto ist und du nicht weißt, wie es auf niedrigere Temperaturen reagiert, macht es Sinn, die Batterie deines Autos auf einen höheren Ladestand zu laden. Hast du vor, eine längere Strecke zu fahren, empfehle ich dir, dein E-Auto auf 100% aufzuladen. Denn die Batterie verliert im Winter, zum Beispiel wegen der Heizvorgänge, für dein Wohlbefinden und den Akku viel schneller an Ladung. Stell dir mal vor, du stehst an einem Tag mit minus 8 Grad Celsius im Stau und die klassische Heizung läuft 30 Minuten oder länger. Das wird dich einiges an Batterieleistung kosten. Hast du dein E-Auto zu 100% aufgeladen, kann dir das den Tag retten. Doch keine Angst, mit ausreichend Akkukapazität kannst du stundenlang im Stau stehen und wirst nicht frieren. Hast du übrigens vor, nur eine kurze Strecke zu fahren, dann rate ich dir, den Ladestand von 90% auch im Winter nicht zu überschreiten, damit dein E-Auto nicht tagelang mit einer zu fast 100% aufgeladenen Batterie ohne Aktivität in deiner Garage steht. Tipp Nummer 6: Fahre im Eco-Modus. Der Eco-Modus deines Elektroautos funktioniert ähnlich wie die Energiesparmodi in anderen elektronischen Geräten, die den maximalen Energieverbrauch begrenzen. Das bedeutet, dass dein Elektroauto auch bei starker Beschleunigung nur eine begrenzte Menge an Strom erhält, dadurch aber auch weniger stark beschleunigt und somit weniger Energie verbraucht. Mit dem Eco-Modus kannst du also einiges an Energie einsparen. Und ehrlich gesagt,
Viele E-Autos bieten auch im Eco-Modus noch eine Top-Beschleunigung. Außerdem kann dir der Eco-Modus mehr Sicherheit bieten. Da die Motorleistung reduziert wird, beschleunigt das E-Auto langsamer, wodurch die Gefahr des Durchdrehens der Räder auf Eis oder verschneiten Straßen verringert wird. Lese also vor dem Winter die Betriebsanleitung deines Fahrzeugs, um zu verstehen, wie du den Eco-Modus effektiv nutzen und das Beste aus deinem Elektroauto bei kaltem Wetter herausholen kannst. Übrigens, solltest du daran denken, die Vorteile der Rekuperation auch im Winter einzusetzen, dann Vorsicht. Denn in der kalten Jahreszeit ist es oft eisig oder rutschig, weshalb es besser ist, die Rekuperationsleistung im Winter zu reduzieren, um gefährliche Situationen zu vermeiden. Und nun mein letzter Tipp. Halte dein Elektroauto warm. Du hast vielleicht nicht immer die Möglichkeit, zwischen einem Parkplatz im Freien und einer Garage zu wählen. Wenn du aber die Wahl hast, ist sie die beste Lösung. Die relativ warme Umgebung in der Garage trägt dazu bei, dass die Autobatterie die Ladung länger aufrechterhält, da sie selbst und der Innenraum des Autos weniger temperiert werden müssen. Ich hoffe, diese Tipps helfen dir dabei, ein Stück mehr Reichweite im Winter zu gewinnen. Wenn du Fragen hast, kommentiere einfach unterhalb des Videos oder besuche uns unter goe.com. Die Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Tim von GoE.